ganz herzlich willkommen. Schön seid ihr alle da zu diesem Frühturnen heute Morgen. Wer auf der Bühne steht und sagt, ich weiß, wie die Arbeitswelt 4.0 aussieht, ist ein Scharlatan. Das sage nicht ich, das sagt Hermann Arnold, früherer Chef von Haufe Umantis. Haufe Umantis hat den Chef jetzt selbst gewählt in einem demokratischen Verfahren. Also der Hermann Arnold wird wissen, wovon er spricht, wenn er von Arbeitswelt 4.0 spricht. Ich glaube auch nicht, dass man beschreiben kann, wie diese Arbeitswelt 4.0 denn ganz genau aussieht. Ich spüre aber eine große Lust, aufzubrechen eben in andere Arbeitswelten. Und das ist das, was mich antreibt, Menschen und Organisationen zu begleiten auf diesem Weg. Und das mache ich mit meiner Unternehmung Transform. Dabei ist mir immer wichtig, zügig ins Handeln zu kommen, mit den Menschen da zu arbeiten, die da sind, das Potenzial zu nutzen. Das werde ich auch heute machen. Also lehnen Sie sich im Moment noch zurück, aber ihr kommt dann auch noch. Und ich bin froh um euer Wissen eben auch. Heute gebe ich euch einen Überblick. Ich zeige euch ein bisschen, welche Formen das es heute gibt. Dabei leitet mich die Frage an, welche Strukturen gibt es denn, in denen Arbeit auf Augenhöhe und vertrauensvoll möglich ist? Die Frage nehmen wir mit, jetzt während meines Inputs. Die brauchen wir. Ich gebe euch aber Antworten, aber wahrscheinlich eben auch mehr Fragen. Darum ist es gut, wenn wir uns nachher auch noch beim Kaffee austauschen können. Wir werden nicht alle Fragen beantworten können. Und das ist gut so, das ist gewollt. Denn ich will anregen zum Denken, euch Inspiration mitgeben, was man auch noch machen könnte und was man auch noch versuchen könnte. Ich habe es schon gesagt, ich brauche euch, ich brauche euer Wissen auch. Darum würde mich jetzt etwas interessieren von euch. Wer von euch arbeitet heute in einem Umfeld, in dem er sagt, ja, ich arbeite auf Augenhöhe in einem vertrauensvollen Umgang? Bitte mal aufstehen. Okay? Ja? Also, da stehen doch schon einige. Bleibt doch mal kurz stehen. Ah, da steht noch jemand auf. Gut. Wer von allen, also die, die sitzen und die, die stehen, sagt denn, ich arbeite in einer ganz klassischen Linienorganisation? Bitte mal Hand aufheben. Also wir haben Sitzende, wir haben Stehende. Also wir sehen, da gibt es eigentlich beides. Jetzt habe ich ein paar gesehen, die haben gesagt, ja, ich arbeite in einer klassischen Linienorganisation. Wo arbeitet ihr denn, in welchen Strukturen arbeitet ihr denn noch? Könnt ihr mir ein paar Stichworte zuwerfen? Matrixorganisation. In einer Matrixorganisation. Mhm. Holokratisch. Holokratisch. Was haben wir noch? Netzwerkstruktur. In einer Netzwerkstruktur? Ja. Ja. Wirklichkeitsbezogen. Wirklichkeitsbezogen. Gut. Okay. Also eine bunte Vielfalt, die wir hier haben. Gut, wunderbar. Jetzt schauen wir doch kurz zurück auf dieses Thema, wie ist denn diese Arbeit strukturiert? Und da zeige ich euch, diesen Herrn kennt ihr vermutlich, das ist der Friedrich Winslow Taylor. Taylor war ein Innovator seiner Zeit, weil dank Taylor wurde diese maschinelle Fertigung erst möglich. Er hat es nämlich geschafft, die Arbeit so aufzuteilen, dass einige denken und die Arbeit strukturieren und die anderen sie dann machen in detaillierten Prozessen. Das war der Grundstein für die maschinelle Fertigung, die es ermöglicht hat, Produkte eben entsprechend kostengünstig zu produzieren. Heute ist Taylorismus ein bisschen ein Schimpfwort. Aber vergessen wir nicht, das war eine echte Innovation zu dieser Zeit. Und wenn man diesen Vergleich so anschaut, macht einem das vielleicht auch ein bisschen demütig
für all die Innovationen, die wir heute haben, ja, wie werden sie beurteilt in 100 Jahren? Das wissen wir nicht. Taylorismus, heute ein bisschen ein Schimpfwort, das ist nicht mehr so en vogue, habe ich gesagt. Das hängt damit zusammen, welches Menschenbild damals vertreten wurde und in diesen Taylorismus hinein interpretiert, wer vielleicht eben zu der Zeit auch galt. Wer von euch kennt denn die X- und Y-Theorie von Douglas MacGregor oder hat davon schon gehört? Bitte die Hand heben, weil dann weiß ich, okay, noch nicht ganz alle, dann erkläre ich das oder versuche ich das zu erklären. Grundsätzlich wurde diese Management-Theorie entwickelt in den 60er Jahren von MacGregor, der eben sagt, es gibt diese Theorie X, da gehen wir davon aus, dass die Menschen faul sind, keinen Antrieb haben und man die zur Arbeit ein bisschen prügeln muss. Theorie X. Die Theorie Y, die geht davon aus, dass die Menschen grundsätzlich einen eigenen Antrieb haben und Leistung erbringen wollen und einen Beitrag leisten wollen. Und wenn ich jetzt so in die Runde frage, würde mich interessieren, wer sagt denn von sich, ich selber bin ein Mensch, der der Theorie Y entspricht. Also ich selber, ich brauche nicht diese Schläge, ich bin selber leistungsorientiert, ich will einen Beitrag leisten. Steht doch einmal alle auf, die das von sich sagen. Theorie Y. Wir haben doch eine. Dankeschön, nehmt wieder Platz. Wir haben doch eine Person, die sagt, eigentlich. Wir sprechen beim Kaffee drüber. Gut. Ja, weil was passiert meistens, wenn man diese Frage stellt, dann sagen eigentlich alle, ja, natürlich bin ich selber motiviert und ich bin selber angetrieben davon. Will mich auch nicht als faul bezeichnet. Nein, das bin ich nicht. Nur, wenn ihr euch jetzt wieder eure Organisationen vor Augen haltet, wie sind die denn unterwegs? Welches Menschenbild ist da vorherrschend, so als Grundstimmung? Wer sagt, ich arbeite in einer Organisation, in der diese Theorie Y der Grundtenor ist? Bitte nochmal Hand aufhalten. Ja, dann sind schon weniger. Und wenn ich jetzt wieder die Frage stellen würde, ja, wer von diesen, die gesagt haben, Y herrscht vor, ist in einer klassischen Linienorganisation, dann würde man vermutungsweise wieder beides sehen, ohne dass wir den Test jetzt weitermachen. Also das sieht man, es hängt eben von dieser Grundtheorie auch ab und die ist in verschiedensten Organisationsformen da. Die gibt es nicht nur in einer Organisationsstruktur. Also das heißt, es hängt nicht allein von der Organisationsstruktur ab. Jetzt nehme ich euch noch auf eine dritte kleine Zeitreise mit. Stellt euch vor, so 60er Jahre, 70er Jahre, Arbeiterschaft geht in die Fabrik. Da gehe ich am Morgen in die Fabrik, mache meinen Job, Abend um 5 kommt wahrscheinlich noch die große Uhr oder dieses Signal. Ich lege meine Arbeit nieder, ich gehe noch in die Gastwirtschaft, trinke am Stammtisch mein Bier. Und so von der Zeit kommt dieser Satz in Deutschland, bekannt als Sprichwort, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Da gab es diese klare Trennung, ich bin mal im Dienst und dann bin ich zu Hause. Ich trete in ein Unternehmen ein und bin dort. Ich habe mal einen Beruf gelernt und den übe ich dann aus. Bin loyal, ich bin bei diesem Unternehmen tätig. Die sagen mir auch, was ich zu tun habe. Und dafür sorgen die auch für mich. Also wenn ich da mal bin, dann habe ich dann einen Job. Und den habe ich. Wenn ich den nicht habe, dann hat das irgendwas, dann habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Das war auch dieses Stigma,
die herrschten rund um das Thema Arbeitslosigkeit. Wir nennen das diesen psychologischen Vertrag. Einerseits der rechtliche Vertrag, der statuiert, du hast so und so viel zu arbeiten, zu dem und dem Lohn, mit den Bedingungen. Aber es gibt auch diese impliziten Erwartungen, die damit verbunden sind, den psychologischen Vertrag. Der sieht heute anders aus. Einerseits auf Druck von den einzelnen Menschen, Arbeitnehmenden, gerade Wissensarbeiter, die sagen, nein, ich bilde mich auch weiter und ich will mein Wissen auch zur Verfügung stehen, ich will mich weiterentwickeln. Und auch von den Unternehmen, die sich in einer volatilen Welt anpassen wollen, müssen, diese Garantien gar nicht mehr abgeben können. Das ist heute nicht mehr das Gleiche, wie es gestern war. Und das hat eben auch Einfluss, dass sich jedes Unternehmen die Frage stellen muss, ja, wo will ich denn eigentlich hin? Und welche Erwartungen habe ich denn? Und was brauche ich denn für eine Arbeitnehmerschaft, für Wissen? Das heißt, ich brauche eine Strategie, wie ich mich bewegen will in diesem Umfeld. Ich brauche eine entsprechende Kultur, wie wir miteinander umgehen. Da sind wir bei diesem X und Y als ein Aspekt. Und ich brauche eine Struktur, die das unterstützt. Das heißt, Struktur ist nie für sich alleine. Das steht immer in diesem Kontext, in diesem Dreieck von Strategie und Kultur. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen, wenn wir jetzt hingehen und ein bisschen abtiefen bei den Themen, ja, welche Strukturen gibt es denn überhaupt? Welche Möglichkeiten haben wir da? Graben wir ein wenig tiefer. Wir alle kennen diese Linienorganisationen. Wozu dienen die uns denn? Organigramme. Wofür zeichnet eure Organisation ein Organigramm? Es gibt eine gewisse Übersichtlichkeit einzuordnen, der gehört dahin und die Person ist da und die haben so miteinander zu funktionieren. Nur was uns so ein klassisches Organigramm eben nicht sagt, das ist alles, was ihr hier seht. Diese informellen Strukturen, die werden nicht abgebildet in einem Organigramm. Das heißt, irgendwie ist so diese Struktur, die formale Struktur, der eine Teil. Schauen wir uns nachher noch aus. Das nehmen wir mal mit. Aber wenn wir uns jetzt diese Organisationsstruktur anschauen, in der wir vermutlich sozialisiert worden sind, dann sind das klassische Linienorganisationen. Auf diesen Linienbildern sieht man eben, dass das Top-Management, die Machtrichtung ist klar vorgegeben, von oben nach unten. Und da sieht man auch, wie Entscheidungen gefällt werden. Aber eigentlich wäre es klar, im Zweifelsfall ist das der Chef, das ist dann auch dieses Flaschenhals-Syndrom, weil der vor lauter Themen dann gar nicht mehr zu was kommt. Und die Unternehmung eigentlich zeitlich ein bisschen aufhält, weil er ja nicht mehr leisten kann als 24 Stunden am Tag, wenn er nicht schläft. Gut, Linienorganisation. Ein zweites Beispiel. Das ist eine soziokratische Organisation. Die soziokratische Organisation, die ist entstanden so um die 60er Jahre. Da ging es darum, dieses Machtvakuum, das da von oben kommt, ein bisschen aufzubrechen und eben zu sagen, wir wählen jetzt aus diesen unteren Dreiecken hier, wählen wir jeweils Repräsentanten in ein oberes Dreieck auf. Also das, was du gesagt hast, da fließt der Input von unten rauf, wurde in dieser Organisationsform institutionalisiert. Das ist ein ganz wesentlicher Teil von dieser Soziokratie. Dann gab es noch etwas anderes, was in der Soziokratie wichtig ist, nämlich das Thema Entscheidverfahren im Konsent. Kennt ihr den Unterschied zwischen Entscheidverfahren im Konsens und im Konsent? Es ist
der S und der T, die sind sehr maßgeblich. Konsensentscheidungen wollen wir, dass möglichst alle einverstanden sind mit einem Entscheid. Konsens. Konsententscheidungen suchen wir einen Weg, bei dem es keine maßgeblichen Einwände gibt, dass der Entscheid ebenso nicht zustande kommt. Da gibt es verschiedene Entscheidverfahren, wir schauen uns nachher eines an. Das ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich im Konsens entscheide oder ob ich im Konsent entscheide. Und häufig sind wir in klassisch organisierten Strukturen eben bei diesem Konsens und dann versuchen wir irgendwo so eine Kompromisslösung zu finden, ohne dass wir durch ein strukturiertes Verfahren genau vorgehen können und sagen, ja, was ist denn jetzt der Einwand und wie kann man den integrieren in eine Lösung. Also hier kam dieser Konsententscheid, wurde hier institutionalisiert. Soziokratische Organisationen sind nicht so wirklich in der Geschäftswelt angekommen. Man sieht das häufig noch, ist mir aufgefallen, so in Holland, aber vor allem in Non-Profit-Organisationen. Da gibt es die Soziokratie. Nicht zu verwechseln mit der Soziokratie 3.0, da komme ich aber nachher noch dazu. Das ist die Soziokratie. Aus der Soziokratie ist etwas entstanden, Begriff Holacracy. Ich muss wieder dieses Handerheben machen. Wer kennt den Begriff Holacracy? Gut, da gibt es auch einige, die sagen, ja, ich kenne den Begriff. Schauen wir mal, ob wir uns dem ein bisschen annähern können. Holacracy ist nicht etwas, das wir so natürlich einfach können und verstehen. Das wird auch häufig verglichen mit, wenn man Holacracy erklären will, ist es ungefähr so, wie wenn man jemandem sagt, wenn du Fußball verstehen willst, lies das FIFA-Reglement. Versteht wahrscheinlich keiner. Es ist einfacher hinzugehen und aufs Feld zu stehen und mal zu spielen und das zu erleben. Und das ergeht uns natürlich ganz, ganz genau gleich. Holacracy ist eben eine Weiterentwicklung von Soziokratie entstanden. Oder der Erfinder, wenn ich das jetzt sage, hauen mir wahrscheinlich einige Soziokraten auf den Deckel, ist der Brian Robertson. Wie das gelaufen ist, entzieht sich meiner Kenntnis im Detail. Da gibt es einfach noch so viele Reibungsflächen, weil die Soziokraten natürlich eben sagen, und das ist eigentlich auf unserem Mist gewachsen und Brian Robertson dann sagt, und das habe ich mit Holacracy entsprechend entwickelt. Nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. Holacracy ist ein Betriebssystem. Es ist ein Betriebssystem, das sich auf jede Organisationsform anwenden lässt. Das ist auch der Claim, den Brian Robertson auch entsprechend so vertritt. Es geht im Grundsatz darum, dass ich sage, wie in einem Organismus gebe ich die Macht in ein System rein. Und das mache ich zu Beginn, indem ich als Unternehmen, wenn ich mich entscheide, bei Holacracy zu arbeiten, eine Konstitution unterzeichne. Das ist die Konstitution von Holacracy One. Holacracy One ist das Unternehmen von Brian Robertson, das dieses System vertritt. Und zwar geht es immer darum, einerseits im System zu arbeiten, seine operativen Tätigkeiten wahrzunehmen im System, und andererseits auch institutionalisiert die Möglichkeit zu haben, am System zu ändern. Also das System ständig zu verändern und zu entwickeln. Und zwar wird das gemacht durch sehr, sehr strukturierte Meetings und Entscheidwege. Die sind wirklich sehr strukturiert. Und es ist eben ein Grundsatz auch von Robertson, der sagt, verändere zuerst das Verhalten, das Mindset folgt danach. Durch diesen engen Rahmen, den wir haben, weil wir uns genau nach diesen Grundsätzen verhalten müssen, sagt er, werden wir unser Denken auch anpassen. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Versuche euch ein bisschen da durchzuführen.
Es gibt grundsätzlich die Unterscheidung zwischen taktischer Ebene, das ist eben die Arbeit im System, also operative, wertschöpfende Themen, und Governance-Strukturen. Das ist da, wo wir echt unseren Organismus verändern wollen. Der Treiber dahinter sind Spannungen. In meiner täglichen Arbeit erlebe ich Spannungen. Ich gehe in ein Meeting rein, je nach Fragestellung eben in ein taktisches oder in ein Governance-Meeting, und komme her und sage, ich habe eine Spannung in meiner Rolle als Kommunikationsverantwortliche, habe ich die Spannung, dass ich keine Inhalte geliefert bekomme. Wir müssen unser System so anpassen, dass wir die Inhalte liefern. Könnte man so und so machen. Also ich komme mit der Spannung rein. Und dann gibt es dieses Entscheidverfahren, in dem man sagt, okay, gut, du hast einen Vorschlag, hast du den jetzt gerade, kannst du den machen, können wir dir helfen, einen konkreten Vorschlag auszuarbeiten, um das sogleich zu verändern. Also schnell, Holacracy ist sehr schnell, fördert schnelle Entscheidungen. Und wenn wir so einen Lösungsvorschlag haben, machen wir die Runde und sagen, wer hat dazu jetzt Einwände? Das ist eben dieses Konsentverfahren. Wenn wir aber Einwände haben, werden die getestet. Also nur weil ich einen Einwand habe, heißt es noch lange nicht, dass der dann so auch durchkommt und man den berücksichtigen muss. Der wird getestet. Und eine ganz bekannte Testfrage dazu ist eben, wenn wir diese Lösung, wie wir sie jetzt ausgearbeitet haben, in der Praxis implementieren, gibt das einen Schaden für unsere Organisation, den wir nicht wieder korrigieren können? Also es ist nicht allein die Frage nach einem Schaden, sondern auch, können wir das dann nachher wieder korrigieren, wenn wir merken, das läuft nicht in die Richtung, wie wir das gerne möchten. Und erst dann gilt ein Einwand eben, wenn wir wirklich sagen müssen, nein, es ist nicht sicher genug auszuprobieren. Is it safe enough to try? Vielleicht seid ihr über diese Frage schon gestolpert. Die kommt aus dem Entscheidverfahren. Und dadurch gehen wir eben hin und sagen, wir wollen nicht die perfekte Lösung, wir wollen, dass die Organisation ins Handeln kommt und sind da sehr, sehr schnell unterwegs. Dies zwei Beispiele, so schauen die Vorgehens, die Rezepte aus, wie man in diesen Meetings vorzugehen hat, im taktischen und im Governance-Meeting, weil es eben so strukturiert ist und weil es wenig formalisierten Austausch in dem Sinn gibt, so auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, also all das, was uns antreibt als Menschen. Das hört man immer wieder mit Holacracy. Ich habe selber die Holacracy Practitioner Ausbildung einmal gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, Brian Robertson kennenzulernen. Er hat die geleitet. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass Brian Robertson sein Betriebssystem Holacracy eben selber sehr, sehr authentisch rüberbringt. Der lebt das wirklich sehr professionell. Das war eine ganz, ganz tolle Ausbildung. Aber ganz ehrlich, wenn ich dem Brian Robertson gegenüberstehe, dann fehlt mir irgendwo so genau dieses Menschliche. Er hat von sich einmal gesagt, ein Kunde habe ihm gesagt, you are a nice little robot. Und ja, das ist er. Es ist wirklich dieses 0-1. Das hat sehr viele Vorteile. Es ist ein starker Game Changer. Also man verändert sein Verhalten wirklich und das Denken, das folgt auch nach und man muss sich damit auseinandersetzen. Aber ich persönlich bin nie so wahnsinnig warm geworden mit diesem Holacracy-Thema, diesem 0 und 1. Das gebe ich ganz offen zu, wo ich hier stehe. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht, das ist die Swisscom Leadership Training, Leadership Transformation and Collaboration. Die Swisscom arbeitet in verschiedenen Bereichen mit Holacracy, hat es ausprobiert eben in der Organisationsentwicklungseinheit. Und da bekommt ihr einmal ein Bild, wie so ein Organigramm aussehen würde. Das ist in Kreisen strukturiert, es gibt eben einzelne Rollen darin, es gibt Kreise, die man sinnvollerweise zusammenfasst. Es gibt diese Verlinkung
zwischen den Kreisen mit einem Repräsentanten, Rep-Link heißt der, und es gibt eine Rolle im Kreis, die gewisse Führungsfunktionen wahrnimmt, der Lead-Link, der hat aber eine beschränkte Kompetenz, sage ich jetzt mal. Aber es gibt weiterhin Hierarchie. Das sagt Brian Robertson auch nicht, dass es ein hierarchiefreies System ist, weil das gibt es meines Erachtens auch gar nicht. Also das gibt es, die ist einfach anders. Es ist klar ausgerichtet am Purpose. Jeder Kreis und jede Organisation hat einen klar definierten Purpose. Was machen wir? Warum gibt es uns überhaupt? Und auch Verantwortlichkeiten. Die werden in einem IT-System nachgeführt. Daran kann man eben auch arbeiten. Auch an den Verantwortlichkeiten arbeitet man ständig, sodass das immer in Bewegung bleibt. Das ist jetzt ein Bild. Wenn ich euch das Bild 3 Monate vorher oder 2 Monate später zeigen würde, schaut das schon anders aus. Das würde schon komplett anders aussehen. Wer arbeitet heute mit Holacracy? Ich erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Bekannten, sage ich mal, sind sicher Leap und Unique, die waren auch ziemlich früh dran. Afka ist ein IT-Unternehmen der ersten Stunde, die Holacracy ausprobiert haben. Die Schule in Lausanne, BSL, Post hat Teile, die mit Holacracy arbeiten. Swisscom, habe ich gesagt, SBB arbeitet das Recruiting mit Holacracy oder probiert das aus. Die Schweizer Mobiliar hat in ihrer Personalentwicklung vor 2 Jahren ein Experiment gemacht. Die haben gesagt, wir wollen das mal ausprobieren, haben mit Holacracy gearbeitet, 6 Monate lang, und sind dann aber zum Entscheid gekommen, wir vergessen das wieder. Wir wechseln wieder zurück in andere Strukturen. Die Erkenntnisse, die sie hatten, waren, eigentlich funktioniert es bei uns, eigentlich passiert da auch etwas. Eigentlich möchte die Mehrheit der Leute auch nicht zurück, weil wir haben viel profitiert. Aber mit dem Umsystem war es extrem schwierig, fanden sie. Das war einfach so ihre Quintessenz daraus. Deshalb haben sie auch wieder damit aufgehört. Wenn ich den Begründern von Afka zuhöre, die hatten es einfach satt, ihre Führungsarbeit als oberste Chefs zu machen. Weil die haben gesagt, ich will eigentlich, was ich gerne mache, ist beim Kunden direkt und mit dem Projekte machen. Aber ich bin ja dieser Inhaber und ich habe das gestartet. Und eigentlich, da muss es doch noch andere Formen geben. Also den Aspekt gibt es auch, eine neue Art von Führung eben auf mehr Schultern zu verteilen. Als Holacracy gibt es noch Weiterentwicklungen. Ich habe euch das auf einem Zeitstrahl, den ich hier gesehen habe, mitgebracht. Und ich habe es schon erwähnt, Soziokratie ist nicht zu vergleichen mit diesem Soziokratie 3.0. Soziokratie 3.0 ist die bisherige Soziokratie angereichert, um die agilen Arbeitsweisen und die agilen Denkhaltungen, die dahinter stecken. Daraus hat der Bernhard Bockelbrink und der James Priest Sociocracy 3.0 entwickelt. Jetzt ist Soziokratie nicht ein Betriebssystem wie Holacracy. Es ist nicht ein Betriebssystem wie bei Holacracy, bei dem ich irgendwann zum Punkt kommen muss und sagen muss, ja, ich unterzeichne jetzt diese Konstitution und so führen wir das ein auf ein ganzes Unternehmen, sondern es gibt mir ungefähr 70 verschiedene einzelne Muster, die ich schrittweise in meine bestehende Organisation einführen kann. Es ist ein entwicklungsorientierter Weg, den man da einschlagen kann und eben mit den Mustern arbeiten, mit denen ich als Organisation irgendwo konfrontiert bin. In der einen Organisation sind das vielleicht Entscheidfindungen, weil die Entscheidfindungen nicht klar sind oder zu langsam sind. Und da gibt es Lösungsansätze, wie man das machen kann. In einer anderen Organisation geht es vielleicht um Vereinbarungen.
Und wieder in einer dritten Organisation geht es vielleicht um Feedback, Peer-Feedback, das ich einbauen will. Bei Soziokratie habe ich eine große Auswahl. Ich habe Prinzipien, die dahinter stehen, die ich berücksichtigen will, ähnlich wie beim agilen Manifest, bei dem es eben diese Mindhaltungen dahinter sind, wie eben Augenhöhe, Transparenz als Beispiel. Aber ich habe nicht ein System, das mir vorgibt, so und so musst du dich verhalten, sondern ich erhalte einen Malkasten oder einen Werkzeugkasten und kann mir das rausnehmen, was aus meiner Sicht wichtig ist. Für mich hat dieses System ist sehr attraktiv, weil ich eben der Meinung bin, das ist aber meine persönliche Meinung, dass es anspruchsvoll ist, eine Organisation wirklich von 0 auf 1 ziemlich revolutionär zu verändern. Ich fahre eher den Weg von, lass uns mal anfangen und dann schauen wir, wohin uns der Weg führt und nehmen uns die Elemente raus, die wir unmittelbar brauchen. Dafür ist Soziokratie eine Antwort. Das kollegiale Kreismodell zeigt jetzt eine mögliche Organisationsstruktur, wie sie eben mit diesen soziokratischen Grundsätzen aussehen könnte. Ihr merkt, ich spreche im Konditional. Das ist nicht so starr wie beispielsweise in Holacracy, wo die Regeln eben sehr klar sind und es sind diese Regeln und keine anderen. Das ist ein mögliches Beispiel. Entwickelt hat dieses Kreismodell wirklich so als Leitfaden der Bernd Österreich in seinem Buch. Vielleicht kennt ihr das, das ist wirklich auch eine Schatzkiste, kollegial führen. Da sind diese möglichen Elemente hier drin. Da findet ihr im Übrigen auch einen Abriss über diese Thematiken, Organisationsstruktur. Da findet ihr dieses Kreismodell. Ganz kurz, wie funktioniert das? Es geht darum, eine erste Abgrenzung zu schaffen zwischen Markt und zwischen Inhaberschaft. Die wird hier im Kreis dargestellt. Und dann kommt ganz zu äußerst kommen all die Bereiche, die wertschöpfend sind. Also dieses Element von der Wertschöpfungsstruktur ist hier abgebildet. Welches sind die Einheiten, die eben direkte Wertschöpfung bringen? Produktion, Transport, Verkauf, welche sind das? In einem zweiten Kreis sind so zentrale Dienstleistungen integriert, also all die Themen, die unterstützende Funktion haben, beispielsweise Kommunikation, HR, Finanzen, die sind in diesem Kreis abgebildet. Und im innersten Kreis sind all die Gruppen, die eine koordinierende Funktion haben. Hier sieht man beispielsweise eben Strategie, also die ganze Strategieentwicklung, die in diesem Kreis funktioniert. Das ist so die Architektur von dem Modell. Wenn wir uns anschauen, wie das innerhalb eines einzelnen Kreises aussehen könnte, können wir uns vielleicht auch vorstellen, wie so ein Team funktionieren könnte und wie eben Führungsaufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden. Weil man erkennt dann verschiedene Aufgaben, die vielleicht heute ein Chef hat. Es gibt einen Kreisgastgeber, der schaut, dass im Kreis regelmäßig der Austausch stattfindet, dass die Leute informiert sind, sich auch gut dabei fühlen. Das sind Elemente vom Gastgeber. Dann gibt es koordinierende Funktionen, die Koordination mit einem Oberkreis. Das ist jetzt aber nicht eine Person, die all diese Führungsrollen eben wahrnimmt, sondern da ist Führung wirklich aufgestückelt, klar definiert und auf verschiedene Schultern verteilt. Es gibt, finde ich auch ganz spannend, sieht man hier im Kreis nicht, auch die Rolle eines Kreisökonomen. Das heißt, der stellt sicher, dass mein Kreis wirtschaftlich auch so unterwegs ist, wie wir das uns eben vorstellen und vorgenommen haben. Und es geht immer um diesen Zyklus von Führen, Informieren, Folgen und Reflektieren. Ich finde auch diese Unterscheidung zwischen Führen und Folgen interessant. Eben Funktionen, die eher führend sind
und dann auch die Rollen, die ganz klar folgen. Und dem versucht man dann eben auch Rechnung zu tragen, diesem Aspekt, dass einige sagen, ja, die Leute wollen sowieso geführt werden. Das würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt eben Führung und Volkschaft. Und hier kann man mal wechseln. Also ich bin vielleicht im einen Kreis in einer führenden Funktion, in einer führenden Rolle, und in einem anderen Kreis bin ich klar nur Follower. Und das ist auch ganz explizit so dargestellt. Das Spotify-Modell, einfach um den Strauß noch ein bisschen bunter zu machen, von dem habt ihr vielleicht auch schon gehört. Das Spotify-Modell entspricht so einem Mix aus, würde ich sagen, klassischer Linienstruktur und Soziokratie. Das funktioniert mit Tribes, mit Squads, mit Chapters und mit Guilds. Einfach, dass ihr die Begriffe mal gehört habt. Wird vor allem im agilen Kontext angewendet, wird auch häufig in Verbindung mit der Entwicklungsmethode Scrum angewendet. Und das sagt eben auch aus, dass diese Teams hier drin selbst organisiert funktionieren, nach der Scrum-Methodik, und verschiedene solche Entwicklungsteams sind in einem ganzen Stamm zusammengefasst, das ist der Tribe. Der Tribe hat aber einen klar definierten Tribe-Lead. Das ist anders als beim kollegialen Kreismodell. Gibt es hier einen klaren Tribe-Lead, der eben diese verschiedenen Rollen, die wir uns vorhin angeschaut haben, auf sich vereint. Und dann gibt es übergreifende, du hast es, glaube ich, gesagt, du arbeitest in einer Matrix-Organisation, gibt es eben diese Fachgruppen, spezifischen Austausche. Beispielsweise könnte hier ein Chapter sein von Software-Testern, die sich auf den verschiedenen Einheiten eben noch austauschen. Also es geht so in eine Richtung Matrix-Organisation. Der Guild, das ist der fachliche Austausch über verschiedene Stämme hinweg, eigentlich über ein ganzes Unternehmen dann, über eine ganze Organisation. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, weil die Folie ist unglaublich kompliziert und ich habe sie selber auch noch nicht erlebt persönlich, ist SAFE. SAFE, einfach, dass wir den Namen auch erwähnt haben, da geht es darum, agile Methoden vom einzelnen Team zu skalieren und auf eine ganze Unternehmung zu transferieren. Und das Modell dazu, das ist eben SAFE. Ich habe euch hier ein Bild, wie so eine Kreisorganisation entstehen könnte. Es ist ein Unternehmen, ein IT-Unternehmen aus dem Raum Bern. Und die haben angefangen, die haben sich gesagt, wir wissen nicht ganz genau, in welche Richtung wir uns verändern wollen. Wir haben aber das Gefühl, wir müssten jetzt eigentlich aufgrund unserem Wachstum eine neue Führungsspanne einbinden, weil es geht einfach nicht mehr nur mit der Geschäftsleitung. Aber eigentlich stinkt uns das ein bisschen, das muss doch anders gehen. Welchen Weg gehen wir nun gemeinsam? Die haben angefangen und haben einfach mal all ihre wertschöpfenden Tätigkeiten, eben die Frage, wo wird denn noch gearbeitet, die wertschöpfenden Tätigkeiten und all diese Gruppen und Teams haben die einfach mal auf eine weiße Wand geschrieben. Und dann ist diese Wand so, glaube ich, über ein halbes Jahr oder sogar noch länger, ist die entstanden. Da hat man geschrieben, okay, wir sind eine Gruppe von Menschen, wir kommen zusammen zu diesem Thema. Da ist eine Gruppe, die kommt zusammen. Das stand neben der Kaffeeküche, das hat sich so laufend entwickelt. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, na, ein bisschen müssen wir das jetzt mal strukturieren. Die haben immer noch normal hierarchisch funktioniert. Ein bisschen müssen wir das jetzt strukturieren, um den nächsten Schritt zu geben. Haben das strukturiert und haben ausgehend, und hier sieht man eben diesen Schritt, wo sie das strukturieren, ihr eigenes Kreismodell daraus entwickelt. Und die funktionieren heute in diesen Kreisen. Ist aber ein ständiger Weiterentwicklungsprozess auch dort. Haben mit Soziokratie eben entsprechende Elemente genommen und die daraus verwendet.
Dann habe ich ein weiteres Beispiel bekommen, allerdings nicht mit so sehr vielen Erklärungen noch dazu. Die Unternehmung, die hat auf Schlag X einmal umgestellt. Die haben gesagt, okay, wir funktionieren jetzt kollegial, schauen wir mal, was passiert. Und das ist auch ein Ansatz. Haben jetzt heute so diese Grobstruktur daraus entwickelt. Da sehe ich aber nicht, wie genau dass die zusammen funktionieren. Aber die haben kein Linienorganigramm mehr. Das ist einfach dieses Organigramm, das sie hier haben. Jetzt haben wir uns diese Strukturen angeschaut. Und wir haben gesehen, wenn ihr euch an das erste Linienorganigramm erinnert, all diese Beziehungen, die es da gibt, da ist eben in der formellen Struktur nicht alles sichtbar. Und ein Denkansatz, der mir persönlich hilft, ist, wenn ich mir eben bewusst werde, ich habe einerseits immer eine formelle Struktur, die ist irgendwo gezeichnet. Die zeigt mir aber nicht, wie meine Wertschöpfungsstruktur aussieht, also welche Teams welche Wertschöpfung zusammen erbringen, wie dass diese Prozesse da funktionieren und wie die Zusammenarbeit da ist. Und es sagt mir auch nichts über die informelle Struktur. Und wenn wir uns jetzt diese Kreismodelle anschauen, dann sehen wir, ist das vielleicht eine Annäherung einer Verbindung von formeller Wertschöpfungsinformeller Struktur, die wir da versuchen hinzubekommen. Häufig ist es aber noch so, dass wir versuchen, diese formelle Struktur einfach wirklich durchzudrücken und auf diesen Positionsmachten zu verharren. Und da sind wir aber beim Thema Kultur, beim Thema Mindset. Und das bringt mich zum Schluss. Die Frage, der wir uns gestellt haben, wo ist denn Arbeit nach auf Augenhöhe möglich, kann ich eben nicht so beantworten, dass das nur in dieser Organisationsstruktur der Fall ist. Ich persönlich bin überzeugt, das ist in sehr vielen unterschiedlichen Organisationen möglich. Es gibt aber ganz klar diese kollegialen Modelle, die das viel eher noch fördern oder die eben durch ein sehr strukturiertes Verhalten diese Denkweise auch entsprechend fördern. Nur ist das auch noch kein Garant dafür, dass das tatsächlich auch so gelebt wird. Man kann auch Holacracy wunderbar aushebeln mit Mikromanagement. Das ist möglich. Also nur weil da Holacracy dasteht, ist das noch nicht eine Organisation, in der wir sicher sind, ja, da haben wir jetzt all die Elemente. Das heißt, Augenhöhe und Vertrauen ist eben weniger eine Frage der Struktur als von diesen kulturellen Elementen. Jetzt haben wir verschiedene Fragen von euch schon mitgenommen. Und bevor ich jetzt euch allen noch den Raum geben möchte, zu sagen, ja, wo sind denn jetzt noch Fragen da, würde ich eigentlich gerne diejenigen, die die Frage eben vorgängig eingegeben haben, noch eine Inspiration mitgeben. Schauen wir uns doch kurz diese Fragen an. Erfahrung im Detailhandel, wie ist das mit sehr strukturierten Betrieben? Da möchte ich euch einfach etwas Inspiration mitgeben. Und zwar im Bereich von diesen sehr strukturierten Betrieben finde ich halt das Beispiel von Morningstar, der Tomatenproduktionsfirma in Kalifornien, sehr gelungen. Die haben wirklich Selbstorganisation eingeführt, sehr strukturiert, aber auf ihrem Weg, die haben ein eigenes System entwickelt, sind heute schon längere Zeit damit unterwegs. Das ist administrativ aber noch etwas aufwendig, weil die arbeiten mit Letter of Understanding, Colleague Letter of Understanding, bei dem jeder Kollegen, mit dem er zusammenarbeitet, eine Vereinbarung schließt, sind auch nicht so wahnsinnig stark verändernd. Die sind eher stabil in diesen Prozessen. Aber vielleicht ist das eine Inspiration hier dazu. Zur Frage vom Detailhandel gibt es das Beispiel von Whole Foods. Die haben ihre Läden eigentlich sehr selbst organisiert
haben die strukturiert. Immer ein einzelner Laden, der so ziemlich eigenständig funktioniert. Die findet man im, also man findet sie natürlich auf dem Internet. Ich habe nachher auch eine Linkliste, die findet man auch im Buch von Frédéric Laloux. Die sind da drin. Und auch eine Inspiration, wenn wir in der klassischen Organisation bleiben, aber uns anschauen, wie könnte dann dort Leadership aussehen. Da gibt es das Beispiel von David Marquette. David Marquette war ein Offizier in der amerikanischen Armee, der hat ein U-Boot kommandiert. Ich kenne mich nicht so aus mit U-Booten, aber ich stelle mir das ziemlich strukturiert vor. Und er hat einen ganz neuen Leadership-Stil eingeführt. Die Geschichte ist auch sehr inspirierend und da sieht man eben auch, was möglich ist, auch in klaren, strukturierten, hierarchisch strukturierten Organisationen. Gut, jetzt weiß ich, bin ich genau bei 9 gelandet. Danke.